Der heutige Film beginnt mit einer Nachrichtensendung, in der erklärt wird, dass seit der ersten bemannten Mars-Mission, die von der internationalen Raumstation namens Alpha mit 6 Astronauten, 4 Männern und 2 Frauen gestartet wurde, 298 Tage vergangen sind. In diesem Moment gelingt es dem Sprecher, eine Verbindung zum Kapitän der Astronautenbesatzung, Andrei Vishniak, herzustellen. Der Reporter befragt ihn zu ihren Chancen, Wasser auf dem Mars zu entdecken und vor allem lebend nach Hause zurückzukehren. Als Antwort darauf sagt Andrei, dass er ihrer Mission sehr optimistisch gegenübersteht, da alle Besatzungsmitglieder für ihre Arbeit gut ausgebildet sind. Als nächstes sehen wir, wie sich die Gruppe von Astronauten darauf vorbereitet, ihr Raumschiff auf dem Mars zu landen. Leider geht in letzter Sekunde etwas schief und ihr Lander funktioniert nicht mehr. Dies führt dazu, dass das Raumschiff auf die Marsoberfläche stürzt. Der erste, der danach aufwacht, ist Herbert. Er kontaktiert ihren Ausbilder Lowell auf der Erde und berichtet ihm über den Absturz. Lowell möchte wissen, ob es allen gut geht, aber Herbert kann dazu noch nichts sagen. Er schaut nach seinen Kollegen und fragt, ob es ihnen gut geht. 4 von ihnen, Luca, Jenny, Fidel und Susanna, bestätigen dies, aber Captain Andrei schweigt. Herbert macht sich Sorgen und nähert sich dem Sitz des Kapitäns, nur um festzustellen, dass er nicht mehr atmet. In Panik ruft er nach Jenny, der medizinischen Expertin, um nach dem Captain zu sehen. Sie sucht verzweifelt nach einem Puls und bestätigt dann traurig, dass Andrei an einem Genickbruch durch den Absturz gestorben ist. In der folgenden Szene beginnen alle, sich im Raumschiff umzusehen, um zu versuchen, es wieder zum Laufen zu bringen. Sie haben jedoch keine Ahnung, was den Ausfall und schließlich den Absturz verursacht hat. Sie beraten sich mit Lowell und bitten ihn, einen Blick in die Datenbank des Systems zu werfen, aber niemand findet etwas. Danach versammelt sich die Gruppe im Cockpit und alle fragen Susanna, die zweite Kommandantin, was sie als nächstes tun sollen. Susanna antwortet nur, dass sie nichts anderes tun können, als darauf zu warten, dass das Rettungsteam von der Erde eintrifft und sie mitnimmt. Als Luca das hört, wird er wütend und erklärt, dass es mehr als 26 Monate dauern werde, bis eine Rettungsmission von der Erde eintrifft und zu diesem Zeitpunkt werden sie bereits alle tot sein. Darüber hinaus verfügen sie nur über Ressourcen für ein Jahr. In dieser prekären Situation ist Herbert der einzige Optimist und erwähnt eine mögliche Überlebenshypothese. Er schlägt vor, von nun an nur begrenzte Ressourcen zu nutzen, damit sie mehr Zeit haben, bis das Rettungsteam einen Ausweg findet. Herbert bittet seine Kollegen auch, als Team zusammenzuarbeiten und ihr Bestes zu geben, um eine Lösung zu finden. Dann bittet er Luca, ihm eine detaillierte Liste der Ressourcen zur Verfügung zu stellen, über die sie verfügen. Danach weist Susanna jedem von ihnen eine Aufgabe zu. Luca hat die Aufgabe herauszufinden, wie sie ihre Ressourcen am besten länger nutzen können. Fidel wird beauftragt, den Hauptgrund für ihren Absturz zu untersuchen. Und Jenny wird gebeten, mehr Platz im Raumschiff zu schaffen. Und Herbert soll mit praktikablen Methoden experimentieren, Wasser und Sauerstoff von der Marsoberfläche zu gewinnen. Später zeigt Fidel Susanna, dass sie weit weg von ihrem geplanten Platz gelandet sind. Er verwendet dazu Satellitenbilder, um dies zu beweisen und untersucht, warum dies passiert ist. In der Zwischenzeit betritt Herbert den Raum und erklärt, wie Sauerstoff vom Mars gewonnen werden kann, ohne ihre Hauptenergie zu verbrauchen. Er schlägt vor, dafür den übrig gebliebenen, kryogenen Treibstoff in ihren Propellern zu verwenden. Dies sei angeblich eine Möglichkeit, Sauerstoff zu erhalten, ohne viel Energie zu benötigen, aber Luca ist sich da nicht ganz sicher. Er macht sich Sorgen um die Sicherheit der Kraftstofftanks und um die Verwendung von kryogenem Kraftstoff auf diese Weise. Danach gehen Luca, Herbert und Jenny nach draußen, um die Leiche ihres Captains zu begraben. Sobald sie die Aufgabe erledigt haben, machen sich Luca und Herbert auf den Weg, um die Motoren und Propeller zu checken. In der Zwischenzeit spricht Fidel mit Susanna und lobt ihre Führungsfähigkeit und Gelassenheit in einer so schwierigen Situation. Als Antwort gesteht Letztere, dass sie auch Angst vor dem Tod hat, aber ihre Gefühle nicht ausdrücken kann, da sie alle motivieren möchte. Augenblicke später kehren die verbleibenden 3 mit düsteren Gesichtern ins Cockpit zurück und Luca erklärt, dass sie ihre Motoren verloren haben und keinen kryogenen Treibstoff haben, um mit den Erektionen zu experimentieren. Herbert kommt jedoch mit einem Block aus durchsichtigem Material herein, der Eis ähnelt, und versucht, weiter optimistisch zu sein, indem er erwähnt, dass die Möglichkeit besteht, Wasser zu finden. In der folgenden Szene unterhält sich das Team mit Lowell und erkundigt sich, ob dieser Informationen über den Absturz erhalten hat. Dieser verneint und gibt außerdem bekannt, dass noch nicht über eine Rettungsaktion gesprochen wurde. Als Luca das hört, schlägt er vor, ein Treffen abzuhalten, in dem sie über ihre Überlebenschancen und ihre Pläne für das weitere Vorgehen sprechen. Die Szene wechselt zu dem Meeting, bei dem Luca erwähnt, dass sie nur über Ressourcen verfügen, um 12 Monate zu überleben. Er erklärt auch, dass dieser Zeitrahmen für kein Rettungsteam ausreicht, um sie zu finden und zur Erde zurückzubringen. Als Susanna ihn fragt, wie viele von ihnen 2,5 Jahre überleben könnten, antwortet Luca mit 2. Nachdem Susanna diese Information erhalten hat, erkundet sie sich bei allen, ob sie mit Lukas Berechnung und Schätzung einverstanden sind. Als niemand irgendwelche Einwände erhebt, nimmt sie das als Ja auf und beginnt, über ihre Pflichten und ihre Bedeutung auf dem Schiff nachzudenken. Nach einer Weile kommt Susanna zu dem Entschluss, dass Luca als Ingenieur weiß, wie man das Schiff bedient und am Laufen hält, während Jenny als Sanitäterin in jeder Situation unverzichtbar ist. Schließlich erklärt sie, dass die verbleibenden 3, einschließlich ihr selbst, auf eine Todesmission gehen und ihr Leben beenden müssen, damit die beiden überleben und ihre Botschaften zur Erde bringen können.
Herbert steht der Idee etwas skeptisch gegenüber, da er bis zu seinem letzten Atemzug kämpfen will. Aber nachdem Susanna ihm noch einmal ihre wichtigste Aufgabe erklärt hat, stimmt er zu. Am nächsten Tag wacht die Gruppe nach 5 Stunden ruhigem Schlaf auf. Dann ziehen sie Susanna, Fiedel und Herbert, der sie zuvor geweigert hatte, ihre Raumanzüge an und bereiten sich auf ihre Todesmission vor. Zu Lukas Bestürzung steckt Herbert für den Notfall einige zusätzliche Sauerstoffflaschen in seine Tasche. Sie umarmen sich noch ein letztes Mal, sagen ihre letzten Worte, setzen ihre Helme auf und schließen ihre Anzüge. Dann verlassen die drei um Fiedel, Herbert und Susanna das Schiff. Die drei fühlen sich komisch, mit dem Wissen, dass sie nicht zurückkommen werden. Lukas schlägt vor, dass sie Energie und Luft in ihren Anzügen verwenden, um Bilder und Videos von der Marsoberfläche aufzunehmen, damit sie diese mit den Menschen auf der Erde teilen können. Also schalten sie spezielle Geräte ein, um die Bilder zurück zu ihrem abgestürzten Raumschiff zu senden. Susanna und die beiden Männer machen sich dann auf ihre 5-stündige Reise, um den Rand des Tals zu finden. Während sie eine tiefe Schlucht hinuntergehen, hat Herbert Schwierigkeiten beim Atmen und stellt fest, dass seine Sauerstoffvorräte aufgebraucht sind. Da er keine andere Wahl hat, bittet er seine Freunde, ihre Reise fortzusetzen, während er zurückbleibt und friedlich stirbt. Fiedel und Susanna sind am Boden zerstört, ihren Freund so gehen zu sehen, aber sie haben auch keine andere Wahl, als weiterzumachen. Bevor Herbert jedoch seinen letzten Atemzug tut, flüstert er Susanna zu, dass er sich wünscht, er hätte mehr Zeit gehabt, um sie besser kennenzulernen. Es ist ein bittersüßer Moment, voller Traurigkeit. Trotz dieser Tragödie setzen Susanna und Fiedel ihre Reise mit einer Mischung aus Trauer und Entschlossenheit fort. Sie wissen, dass sie etwas Wichtiges für die Menschen tun. Und deshalb gehen sie zusammen, erinnern sich an Herbert und wissen, dass ihr Opfer den anderen helfen könnte, zu überleben. Während Susanna und Fiedel weiter vorankommen, wird Fiedel müde und schlägt vor, Susanna solle alleine weitermachen, während er sich ausruht. Gerade als er sich hinsetzt, bemerkt Susanna etwas Seltsames an einer höhlenähnlichen Öffnung. Sie geht darauf zu und stellt fest, dass die Wände im Inneren mit Symbolen und Bildern bedeckt sind, die nicht naturgemacht sein können. Es scheint also, als ob sie von intelligenten Wesen geschaffen wurden. Aufgeregt und neugierig fordert sie Fiedel auf, sich ihr anzuschließen und diese bemerkenswerte Entdeckung mit anderen zu teilen. Sie betreten die Höhle gemeinsam und erkundigen sie immer tiefer, fasziniert von den mysteriösen Werken an den Wänden. Während sie weiter in das Unglaubliche vordringen, normalisiert sich der Luftdruck, der Sauerstoffgehalt und die Temperatur in der Höhle, genau wie auf der Erde. Das ist eine große Überraschung und kommt besonders gut, besonders da viele Sauerstoffflaschen bald leer sind. Er nimmt seine Maske ab und stellt fest, dass sie diese Luft tatsächlich atmen können. Es ist ein Moment der Erleichterung und des Staunens. In den Höhlen funktioniert ihre Kommunikation mit dem Raumschiff jedoch nicht mehr. Luca im Schiff versucht Fiedel und Susanna zu erreichen, erhält aber keine Antwort. Luca und Jenny beginnen sich Sorgen zu machen und nehmen das Schlimmste an, ihre Freunde könnten gestorben sein. Sie geben sich der herzzerreißenden Erkenntnis hin, als sich ihre eigene Situation plötzlich verschlechtert. Im Cockpit des Schiffes ertönt ein Alarm, der darauf hinweist, dass die Luft aus dem Schiff austritt. Jenny gerät in Panik und fragt Luca, was das Problem ist, worauf dieser erklärt, dass die Sensoren, die dieses Problem erkennen sollten, ausgefallen seien. Dann enthüllt er, dass bereits etwa die Hälfte ihres Sauerstoffs ausgetreten ist. Sie stehen vor einem großen Problem, denn selbst wenn nur noch 2 Menschen übrig sind, werden sie nicht genug Sauerstoff haben, um zu überleben, bis das Rettungsschiff eintrifft. Das bedeutet, dass sie möglicherweise, ein Jahr bevor die Hilfe eintreffen wird, sterben werden. Das Leck verschlimmert sich und Luca schlägt vor, das Beste aus ihrer verbleibenden Zeit zu machen und in der Gesellschaft des anderen Trost zu finden. In einem Moment der Verzweiflung teilt er einen Vorschlag, der Jenny überrascht. Er schlägt vor, intim miteinander zu werden, weil er glaubt, dass sie sehr bald sterben werden. Toller Vorschlag. Jenny lehnt seinen Vorschlag jedoch ab und ist entschlossen, das Leck zu beheben und ihr Leben zu retten. Zurück in der geheimnisvollen Höhle beschließen Fiedel und Susanna, die verwinkelten Gänge weiter zu erkunden. Sie sind neugierig darauf, mehr von dem zu erfahren, was dieser versteckte Ort zu bieten hat. Beim Herumwandern betritt Fiedel versehentlich einen Tunnel, in dem der Druck anders als im Rest der Höhle ist. Diese plötzliche Veränderung bringt seinen Körper durcheinander und macht ihm das Atmen schwer. Sein Inneres wird zerquetscht und obwohl Susanna es schafft, ihn in einen passenden Druckbereich zurückzuziehen, ist es schon zu spät. Fiedel kann nicht atmen und stirbt. Das erschüttert Susanna zutiefst, dennoch macht sie traurig alleine weiter. Als sie tiefer in die Höhle vordringt, findet sie eine Stelle, die der ähnelt, an der Fiedel sein Leben verloren hat. Aber dieses Mal bemerkt sie einen anderen Körper, eine Kreatur aus einer anderen Zivilisation, die früher auf dem Mars gelebt hat. Es ist für sie eine überraschende Offenbarung zu erkennen, dass es schon vor ihnen Leben gab. In der Zwischenzeit zieht Jenny im Raumschiff ihren Raumanzug an und geht nach draußen, um das Luftleck zu reparieren. Aber trotz ihrer Bemühungen kann sie das Leck nicht reparieren. Drinnen erhält Luca eine Nachricht von Susanna. Er ist erleichtert, von ihr zu hören und holt Jenny schnell wieder rein. Luca spricht mit Susanna, die es geschafft hat, einen Weg aus den Tunneln zu finden und sich wieder mit ihnen zu verbinden. Susanna erklärt, dass sich die Luft in der Höhle sicher atmen lässt und Jenny ist entschlossen, zu ihr zu kommen. Obwohl nur noch sehr wenig Sauerstoff im Schiff übrig ist, beschließen Luca und Jenny, das Risiko tatsächlich einzugehen. Sie ziehen ihre Raumanzüge an, holen die Sauerstoffflaschen und lassen das Schiff hinter sich, um Susanna zu finden. Sie navigieren durch die herausfordernde Marslandschaft und erreichen nach einer Weile endlich die Höhle. Zu ihrem Erstaunen können sie im Inneren gut atmen.
Im Anschluss daran machen die drei eine unglaubliche Entdeckung. Sie finden einen See mit trinkbarem Wasser, der irgendwie nicht zugefroren ist. Außerdem stoßen sie auf einfache Pflanzen, die es geschafft haben zu überleben und finden heraus, wie man ein Feuer entfacht, sodass sie sich warm halten und Essen kochen können. In der letzten Szene beschließen sie, mit ihren neu gewonnenen Ressourcen zu versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Sie nutzen das Wasser und die Pflanzen, um sich selbst zu ernähren und das Feuer am Laufen zu halten. Ihre Zukunft ist und bleibt ungewiss. Sie wissen nicht, ob sie gerettet werden oder ob ihr Überlebensplan überhaupt funktionieren wird. Am Ende des Films wird uns wirklich offen gehalten, wie ihr Schicksal wird, aber sie sind entschlossen, das Beste aus ihrer Situation zu machen und weiter ums Überleben auf dem Mars zu kämpfen.